Heute gab es schon einen Riesenslalom. Der erste Durchgang war fast irregulär verlaufen, miserable Sicht, Schneetreiben, große Rückstände. Und Anita Wachter, die schon im ersten Lauf Dritte war, behält auch diesen Rang. Sie wird zeitgleich mit Blanca Fernandez Ochoa Dritte. Zweite ist die Schweizerin Franny Schneider. Und jetzt sehen wir die große Siegerin in diesem Heimrennen, nämlich die 19-jährige Mattea Svet. Sie war praktisch schon nach dem ersten Durchgang als Siegerin festgestanden, denn ihr Vorsprung betrug auf Schneider 1,64 Sekunden. Und im zweiten Durchgang, den wir jetzt sehen, bei besseren Bedingungen, da setzt die Jugoslawin noch zu und gewinnt zusätzlich 0,02 Sekunden. Anita Wachter, hat sie der Schwung des vierfachen Sieges von Schladming heute mitgerissen in Kranjska-Gora? Ja, ich habe das im Stark gesagt und haben mir gedacht, ja, wir sollten das eigentlich irgendwie nachmachen und das ist mir gelungen, Gott sei Dank. Na gut, und dann zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder auf dem Stockerl, auf dem Siegerfoto der ersten drei in einem Riesenslalom. Ja, sicher, es freut mich schon gewahnsinnig, dass ich die Dritte war, aber es ist zwar noch knapp, war, aber ich glaube, es gibt mir Selbstvertrauen für die Olympiade. Im Nachhinein betrachtet ein Glück, dass das Rennen nicht abgesagt wurde am Beginn. Ja, sicher, ich habe eigentlich nie damit gerechnet, dass es abgesehen war. Sie haben im ersten Lauf im Start protestiert und es hat schon ziemlich geschneit. Aber ich glaube, es hat jeder die gleichen Verhältnisse gehabt. Die Maria Wallis ist ja von einer Läuferin zur anderen gegangen und hat gesagt, wir wollen nicht fahren, oder wie war das? Du, ich habe es nicht so mitgekriegt. Ich habe mich da, bin abseits gegangen und habe gesagt, dass ich meine Ruhe habe und darum habe ich eigentlich nicht viel mitgekriegt. Die Österreicherinnen waren auf jeden Fall fürs Rennen. Ja, sicher. Wir sind fürs Rennen gewesen. Gut. Anita Wachter, ein dritter Platz im Riesenslalom. Was heißt das für Calgary? Man fährt mit noch mehr Zuversicht und Mut und Freude hin? Ja, sicher. Ich glaube, dass die Form schon passt jetzt momentan und ich glaube, dass ich auch genug Selbstvertrauen habe, dass ich in Calgary so ein Resultat auch bringen kann. Ein schwierigeres Rennen kann der Olympia-Riesenslalom auch nicht werden? Nein, ich glaube nicht. Es ist ein schwerer Hang. Es ist zwar heute weicher gewesen, als wie es damals wieder herer gewesen ist, aber es ist super zum Fahren gegangen. Also der erste Sieg von Mattea Svet seit 2 Jahren und Anita Wachter ist Dritte, 3 Österreicherinnen unter den ersten 15. 7. Ulrike Meyer und 12. Salvenmoser. So, und hier Gesamtweltcup Vigini ist ja ausgeschieden, es hat sich vorne nichts geändert. Bestplatzierte Österreicherin ist als 6.